Auf die Plätze, fertig. Im Steigerwaldstadion. Herzlich willkommen zum Sporttalk im Steigerwaldstadion, einer Veranstaltung von Salve TV, Thüringer Allgemeine und Thüringen 24. Heute wird der Handball im Mittelpunkt stehen. Wir begrüßen ganz herzlich Trainer Herbert Müller vom amtierenden deutschen Meister THC. Hallo. Hallo. Und ganz herzlich freuen wir uns natürlich auch, dass Kerstin Wohlbold heute unser Gast ist, der Kapitän des THC, oder heißt es Kapitänin? Ach je, das kann ich jetzt selber nicht beantworten. Ist mir auch nicht so wichtig. Okay. Aber danke, hallo. Herr Müller, wir sitzen hier in der gemütlichen Bergmann-Loge in der Arena des FC Rot-Weiß Erfurt. Sind Sie ein bisschen neidisch, wenn Sie da hinklicken? Wegen der Arena, der THC kämpft ja auch schon lange um eine Halle, eine neue Spielstätte. Es war tatsächlich das erste Wort, das mir jetzt spontan eingefallen ist. Man sieht schon neidvoll da in diese Logen, auch runter in das schöne Stadion. Natürlich wäre es auch bei uns höchste Zeit, dass wir eine neue Halle, aber dass die Halle einfach ausgebaut wird. Wir sind ja froh, dass unsere Zuschauer so nah am Spielfeld ran sitzen und so ein Spektakel jedes Mal veranstalten. Aber uns tut leid, es tut uns wirklich leid für jeden, den wir nach Hause schicken müssen. Das wollen wir nicht und darum wäre es wirklich super, wenn da endlich was passieren würde. Wie ist da der Stand jetzt mit der Halle? Ich denke, 2018 geht es dann endlich los und wir hoffen, dass das dann zügig vonstatten geht. Kerstin, die Fußballer haben ziemlich hohe Gehälter, einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad. Empfindet man dann als Handballerin vielleicht auch so etwas wie ein bisschen Neid denen gegenüber? Also ich glaube, man kann es mit dem Frauenhandball gar nicht richtig vergleichen. Ich denke eher, dass wir in der Lage sind, das wirklich mit dem Frauenfußball zu vergleichen. Und da weiß ja auch jeder um die Unterschiede. Es ist einfach in Deutschland ist es leider so, dass Frauen und Männer sehr unterschiedlich bewertet werden. Es ist teilweise auch noch in der Wirtschaft so und beim Sport ist es ganz extrem. Es gibt wenige Sportarten, in denen Männer und Frauen gleichgestellt sind. Das ist schade. Es ist aber so, das akzeptiert man. Aber natürlich würde man auch gern mal in so einem Stadion spielen, vor so einer Kulisse dann mit so vielen Zuschauern. Aber ich freue mich auch jedes Mal in der Salzerhalle zu spielen, weil unsere Fans sind wirklich sehr, sehr treu und unterstützen uns immer, auch wenn wir vielleicht mal so ein Jahr haben wie dieses Jahr, dass es vielleicht nicht ganz an die Spitze reicht, aber die stehen immer hinter uns, sind voll da und das ist auch viel wert. Herr Müller, ich verspreche, es geht vor allem um Handball, aber trotzdem noch mal zu Rot-Weiß und zum Fußball. Da rumort es ja in Fußballvereinen ziemlich häufig. Und hat es auch ein paar Unstimmigkeiten beim THC in den letzten Tagen gegeben. Wie ist da der aktuelle Stand? Belastet das die Mannschaft eventuell? Nein, überhaupt nicht, weil es geht gar nicht darum, dass da was in den letzten Tagen passiert ist. Diese ganzen Geschichten sind jetzt schon wieder ein halbes Jahr her. Das heißt, es herrscht Ordnung im Aufsichtsrat. Die da im Aufsichtsrat sind, die haben die nächste Saison sowohl sportlich als auch finanziell zu 100% abgesichert. Wir haben alle da überhaupt gar nichts mitbekommen, sondern das ist schon okay, wie das da so läuft. Ist es nicht trotzdem so, dass man es als schade empfindet, dass Leute wie Carsten Döring oder Bernhard Schönau, die den Verein ja mit groß gemacht haben, dass die jetzt nicht mehr da sind? Wenn man zusammen irgendwo vor 7 Jahren anfängt, dann hofft man natürlich, dass das dann so intakt auch bleibt. Aber man kennt es ja, heutzutage ist es in jeder Familie oder in jeder zweiten Familie schon so, dass da Dinge auseinandergehen, wo es Unstimmigkeiten gibt, wo man keinen gemeinsamen Nenner vielleicht mehr findet. Wichtig ist einfach, dass es die Spielerinnen, die Mannschaft, den sportlichen Werdegang, all das, was drumherum passieren muss, nicht belastet. Und das hat sie in keinster Weise getan. Auch wenn das jetzt in den letzten Tagen da hochgekocht ist in der Presse, wie gesagt, diese Austritte aus dem Aufsichtsrat sind schon ein halbes Jahr her und das hat die Mannschaft überhaupt nicht tangiert, sondern wir haben da super gute Leute, die das regeln. Und beim THC, und das ist ja ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wenn man die Probleme in anderen Handballvereinen auch sieht, hat es noch keinen einzigen Tag, noch keinen einzigen Monat gegeben, wo das Geld nicht pünktlich zu den Spielerinnen gekommen ist. Und das ist etwas, worauf wir stolz sein können. Wer dann im Endeffekt da vorne wegmarschiert, das ist halt wie so oft ein Kommen und Gehen. Und im Endeffekt hat man schon gern, wenn alle Leute beisammen bleiben. Nur das ist ja eh die Ausnahme. Das hat jetzt 7 Jahre so in der Konstellation gepasst und es wird auch in der nächsten Konstellation genauso gut weitergehen. Das heißt, entscheidend ist einfach, dass man sportlich und finanziell abgesichert ist. Und das ist hier beim THC der Fall. Und Kerstin, die Mannschaft hat es nicht irgendwie berührt oder hat es nicht rumort oder so?
Nee, also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht diejenige, die immer auf den Handballseiten kursiert und alle Berichte liest. Deswegen hat mich das eigentlich gar nicht so richtig berührt, weil ich es gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Herbert hat uns dann nur intern in der Mannschaft informiert, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Und da vertraue ich auch auf sein Wort. Und im Endeffekt geht es uns Spielerinnen darum, Handball zu spielen und ja, die nächsten Punkte zu erzielen und ja, das nächste Spiel zu gewinnen und ordentlich zu trainieren. Und ja, natürlich will man, dass es im Verein alles läuft, aber da muss ich Herbert auch zustimmen. Ich bin jetzt seit 7 Jahren hier und ich habe nicht einen Monat mein Gehalt nicht bekommen. Also es ist immer alles top gelaufen und da vertraue ich auch darauf, dass die Konstellation, die jetzt noch da ist im Aufsichtsrat oder in der Vereinsstruktur, dass die das auch weiter so weiterführen, dass eben der Verein auf sicheren Beinen steht und so auch weitergeführt wird. Herr Müller, wo fühlt sich dieser Verein aber überhaupt zu Hause? Es gibt ja eine besondere Konstellation. In Erfurt ist er laut Satzung angesiedelt. In Bad Langensalza spielt er die Punktspiele, in Nordhausen die Champions League-Spiele. Wo ist die Heimat vom THC? Ich muss schon wieder die Parallele zu der Familie herstellen. Patchwork Family ist angesagt. Das heißt, natürlich gehören wir eigentlich nach Bad Langensalza. Dort sind unsere Fans, dort ist die rote Wand, die uns immer bedingungslos unterstützt. Die nationale Heimat ist definitiv dieses Dorf, das uns so toll begleitet. Aber international haben wir speziell auch dank Helmut Peter die neue Heimat in Nordhausen gefunden. Wir waren am Anfang sicher ein bisschen skeptisch und haben gedacht, oh, hoffentlich geht das gut. Aber wir sind da super empfangen worden. Die Fans ziehen mit, die Nordhausener selber kommen auch her. Und wir fühlen uns so heimisch, dass wir definitiv sagen können, international Nordhausen, national Bad Langensalza, aber im Großen und Ganzen Thüringer HC. Kerstin, ist auch kein Problem, wenn man in Erfurt trainiert und dann in Bad Langensalza oder Nordhausen spielt? Nee, also es ist für uns so, dass, wie Herbert gesagt hat, Bad Langensalza definitiv unsere Spielstätte ist und bleiben soll und da auch die meisten Fans eben her sind. Und deswegen freuen wir uns jedes Mal, wenn wir in Bad Langensalza auflaufen dürfen. Genauso freuen wir uns, in Nordhausen international zu spielen und freuen uns, dass wir da auch irgendwo so ein Gros an Fans auch gewonnen haben. Aber natürlich auch, dass die Langensalza das angenommen haben und mitkommen, weil das ist für uns ganz wichtig. Ich glaube, es ist schon wichtig, 1-2 Mal in der Woche in der Spielhalle zu trainieren. Das machen wir auch mittwochs und donnerstags. Aber wenn da mal eine Woche dabei ist, wie in den Ferien, wo wir konstant in Erfurt trainieren können, freuen wir uns darüber, besonders die Spielerinnen, die in Erfurt wohnen. Weil es ist dann doch über die Landstraße eine halbe, dreiviertel Stunde zu fahren und dann braucht man einfach, es ist ein bisschen mehr Zeitaufwendung für ein Training. Und wenn wir in Erfurt trainieren, sind wir in 5 Minuten im Training. Das ist natürlich schon schöner. Die Hallengegebenheiten sind klar in Bad Langensalza besser, aber ja, ich mache das, wie gesagt, schon 7 Jahre mit und man gewöhnt sich an alles und ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn ich eben nur einen Anfahrtsweg von 5 Minuten habe, aber es käme für mich niemals in Frage zu sagen, ich möchte jetzt auch in Erfurt spielen, sondern da gehören wir einfach ganz klar nach Langensalza und nach Nordhausen. Okay. Kerstin hat mir mal gesagt, sie kennt keinen ehrgeizigeren Menschen als Herbert Müller. Bezogen auf diese Saison, kann so ein 2. Platz glücklich machen? Ja, definitiv. Wenn wir die finanzielle Spirale betrachten, die in den letzten Jahren nach oben geschossen ist, dass speziell Vereine aus dem Süden, aber teilweise auch aus dem Westen unglaublich nachlegen konnten, so konnten wir in unserem beschaulichen Thüringen diese Spirale nicht mitmachen. Und das wollen wir auch nicht. Wir sind froh, wenn man jetzt ein bisschen weiter guckt nach Leipzig, dass es hier diese Stabilität gibt, die durch unseren Vorstand, durch unseren Aufsichtsrat garantiert ist. Diese Stabilität war uns ganz, ganz wichtig. Und wir sind hier angetreten und wollen immer das Beste geben. Und die Meisterschaft letztes Jahr war schon eine Sensation. Da gab es schon 4, 5 Mannschaften, die wesentlich stärker aufgestellt waren als wir. Aber dieser Ehrgeiz, den Sie mir attestiert, den kann ich ja auch weitergeben. Sie ist ja genauso eine Person, die da als mein Mannschaftskapitän vorne wegmarschiert und die ganze Mannschaft mit sich zieht. Das ist etwas, was wir versuchen, tagtäglich im Training auch vorzuleben, damit die Spielerinnen wissen, hier heißt es immer kämpfen bis zum Umfallen, in den Spiegel gucken und sehen, ich habe mein Bestes gegeben. Und unser Bestes ist sicherlich dieser zweite Tabellenplatz in diesem Jahr gewesen. Weil ich kann es nur noch mal wiederholen, es gibt etliche Mannschaften, die sowohl vom Finanziellen her, aber auch von der Qualität des Kaders wesentlich stärker waren als wir. Und man darf nicht vergessen, wir haben momentan nur 5 Minuspunkte. Das hatten wir teilweise auch in Meisterschaftsjahren zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt. Von daher, die Mädels kämpfen, die Mädels arbeiten ganz, ganz hart und das stellt mich dann einfach zufrieden.
Bietigheim gilt als finanziell übermächtig. Sind die überhaupt irgendwann noch mal einzuholen sportlich? Ich glaube sogar, dass es in der Liga noch ein, zwei schlafenden Größen gibt. Wenn die erst mal wachgeküsst werden, wird das noch mal richtig spannend, auch in diese Richtung. Bietigheim ist ein gefährliches Pflaster. Sie sind abhängig von einem einzigen Mann. Wenn der wegbricht, kann das auch ganz, ganz schnell in eine verkehrte Richtung gehen. Ich denke, dass da so Mannschaften wie zum Beispiel Metzingen breiter aufgestellt ist, auf einen längeren Zeitraum gesehen, wirklich da auch eine Führungsrolle übernehmen kann. Da wachsen auch nochmal so Mannschaften wie Neckars Ulm, die jetzt nochmal große Sponsoren haben. Aber den schlafenden Riesen, den ich eigentlich meine, ist für mich Borussia Dortmund. Da steht auch mit Rauball ein bisschen der Fußball noch dahinter. Also ich denke, dass da noch einiges auf uns aus dem Osten zukommt, aber wir schauen auf uns. Wir haben unseren Etat, der ist gesichert, das weiß ich, das hat mir der Vorstand auch gestern noch mal versichert. Das heißt, wir gehen rein, versuchen mit unseren Mitteln die bestmögliche Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und solange solche Leute wie eben eine Kerstin da noch mitmischen und ich weiß, wie ich mich auf diese Mädels verlassen kann, dann ist mir nicht Angst und Bange. Wir müssen einen Umbruch machen, auch das ist mir klar. Aber wir werden auch das schaffen und werden alles dran setzen, um weiter an der Spitze mit dabei zu bleiben. Kerstin, wäre so ein Pokalsieg ein Trostpflaster? Das ist jetzt eine schwierige Frage in der Ausgangsposition, in der wir gerade stecken, weil wir müssen ja gucken, dass wir überhaupt 7 Spielerinnen für das Spiel zusammenbekommen. Also es ist mittlerweile wirklich so schlimm, dass wir im Training 2 gegen 2 machen, 3 gegen 3 und dann ist aber auch schon wirklich Sense. Also mehr Spielerinnen haben wir nicht mehr. Ich glaube, vom Pokal zu sprechen wäre jetzt einfach Fehl am Platz. Wir müssen gucken, dass wir die Saison wirklich als Zweiter noch abschließen, weil wir haben jetzt noch schwere Spiele vor uns und wir brauchen noch 2 Siege, um diesen zweiten Platz wirklich sichern zu können und dann auch eben diese Champions-League-Qualifikation spielen zu können. Darum geht es ja gerade, Zweiter zu werden und das ist unser Ansporn jetzt nochmal. Und dann muss man sehen, vielleicht kommen ein paar Verletzte wieder zurück bis zu den Endspielen im Pokal, aber vorher würde ich erstmal sagen, dass wir die Saison jetzt überstehen müssen. Also vorher denke ich eigentlich gar nicht an den Pokal. Klar wäre es ein tolles Trostpflaster, aber jetzt zur jetzigen Situation muss ich ehrlich gestehen, müssen wir eher hoffen, dass sich keiner mehr verletzt, dass wir so noch durch die Saison kommen und vielleicht noch 1-2 Spielerinnen eventuell dann beim Pokal wieder da sind und wir dann nochmal angreifen können. Aber jetzt erstmal sicher durch die Saison und den zweiten Platz sichern. Mhm. Herr Müller, Sie gelten als der Macher des Erfolges hier, eine unglaubliche Ära mit 6 Meistertiteln in Folge. Schmerzt es nicht trotzdem, diesen 7 auf einen Streich nicht schaffen zu können oder nicht mehr erreichen zu können? Ich sage ganz, ganz ehrlich, dieser 6. Titel war derjenige, der am meisten gereizt hat. Weil wir wussten, das hat es hier noch nicht gegeben. Damit hat diese Mannschaft Geschichte geschrieben. Und dieser Titel, so schwerer zu erringen war, den wollten wir unbedingt. Natürlich hätten wir gern den 7. und 8. und so weiter folgen lassen. Doch das ist ja eine Erfolgsgeschichte, die es ja teilweise nicht mal im Märchen gibt. Selbst im Fußball solche Größen wie ein FC Bayern hat es noch nie geschafft, so oft hintereinander Deutscher Meister zu werden. Das heißt, wir haben jetzt wirklich in diesem 7. Jahr 10 große Titel geholt. Das waren 6 Meisterschaften, 2-mal Pokal, 2-mal den Supercup. Und das ist schon ein Wahnsinn. Nie im Leben hätte irgendjemand gedacht, als wir hier angefangen haben, dass sowas überhaupt möglich wäre. Aber die Mädels haben das geschafft, weil es ist ja nicht nur einer, der diesen Erfolg ausmacht, sondern es gibt immer welche, die ein bisschen vorne weg marschieren müssen. Aber das Entscheidende ist ja, dass alle daran glauben. Und das hat dieser ganze Verein. Dieser ganze Verein hat sich durch diesen Ehrgeiz auch anstecken lassen. Wir sind auf einen Weg gekommen, der dann einfach sehr geradlinig verlaufen ist, wo man es geschafft hat, Dinge wirklich zu erreichen, die kaum möglich waren. Weil man kann ja solche Titel teilweise auch nicht planen. Das hängt ja so viel auch teilweise natürlich mit harter Arbeit zusammen, aber auch ein bisschen mit Glück. Dieses Verletzungspech, was die Kerstin gerade angesprochen hat, also in diesem Jahr, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Du gehst in so ein Spiel, hast genau 8 Spielerinnen, wie jetzt am Wochenende in Buxtehude. Nach 5 Minuten verletzt sich die erste im Gesicht. Ein paar Minuten später bricht sich die nächste den Finger in einem Zweikampf. Da bist du nicht gewappnet gegen solche Sachen. Und da kommt immer alles nochmal mit dazu. Von daher, ich bin absolut glücklich mit diesen 6 Titeln. Irgendwann hat jede Serie ein Ende und unsere in diesem Jahr. Herr Müller, auch nochmal hohen Respekt von meiner Seite für diese 6 Titel. Aber denkt man dann manchmal, Mensch, hätte ich vielleicht mal doch ein Jahr eher aufhören sollen, auf dem Höhepunkt beim THC, oder sind solche Gedanken völlig fern jetzt gewesen auch? Solche Gedanken waren vollkommen fern und fremd. Es gibt Menschen, die einem hier was bedeuten.
Es ist ja nicht so, dass man beim THC wegen des Geldes ist, sondern da ist man einfach, weil es hier andere Vorzüge gibt. Dieses Familiäre, dieses Miteinander, dieses Vertrauen, das man aufgebaut hat in ganz viele Menschen, vor allem aber auch Spielerinnen, die einen jetzt schon so lange Jahre begleiten. Wenn ich jetzt die Kerstin hernehme oder auch eine Katrin Engel, das sind ja nicht nur diese 7 Jahre THC, da waren schon noch etliche Jahre mit in Nürnberg, teilweise auch noch bei der österreichischen Nationalmannschaft. Da ist ja viel mehr entstanden. Und jetzt finde ich es sehr reizvoll, einen Umbruch zu schaffen. Diese Umbruch muss jetzt her. Spielerinnen haben ein Verfalldatum, leider Gottes, wie alles im Leben. Es geht irgendwann zu Ende. Und jetzt mal einen Umbruch zu schaffen, neu aufzubauen, dieser Reiz mit jungen Spielerinnen, die da ranzuführen, Leute wie jetzt eben zum Beispiel eine Gordana Mitrovic, eine Josefine Huber, in Fußstapfen reinzuleiten, auch das kann sehr, sehr reizvoll sein. Aber wir werden nie mit dem Gedanken in eine Saison reingehen, nur mal so ein bisschen mitzuspielen, sondern wenn sich etwas ergibt, wenn wir irgendwo eine Titelchance sehen, werden wir alles nur erdenklich Mögliche dran setzen, um diese auch wahrzunehmen. Es muss sich also auch keiner Sorgen machen in Erfurt, Bad Langensalz oder Nordhausen, dass Herbert Müller geht nach dieser Saison. Nein, Herbert Müller hat noch einen Vertrag bis 2018 und ich pflege meine Verträge zu erfüllen. Da gibt es für mich gar kein Thema. Es gab immer wieder Anfragen, auch jetzt im Januar gab es eine Anfrage aus Russland, die da schüttelt es dich, wenn man nur denkt, was da andere Vereine vielleicht auch teilweise machen können, aus finanzieller Sicht. Aber das kann man nicht machen. Das geht einfach nicht. Ich möchte ganz gerne auch in 10 Jahren bestimmten Menschen noch in die Augen schauen können. Kerstin, Herbert Müller spricht schon vom THC gehen. Was ist das? Ja, also ich glaube, gerade in den ersten 5 Jahren oder in den ersten 6 Jahren war das ganz extrem, dass wir einfach diesen Siegerinstinkt irgendwo in uns hatten. Also wir haben immer dran geglaubt, in den wichtigen Spielen dann auch wirklich das für uns zu biegen. Also das ist ganz, ganz lustig. Also ich meine, wir hatten ja viele Spiele spitz auf Knopf. Und da haben wir einfach an uns geglaubt und da habe ich immer wieder andere Spielerinnen oder andere Mannschaften auch dann scheitern gesehen. Ich meine, ich war ja dann Gott sei Dank meistens auf der Siegerseite und das ist so das, was eben auch wichtig ist, dann in die nächste Ära weiterzugeben. Also da würde ich mich auch freuen, wenn jemand nachkommt, dem ich das noch so ein bisschen im nächsten Jahr mitgeben kann. Also dass man einfach an sich glaubt und dafür aber auch alles geben muss. Und ich glaube, selbst jedes Aufwärmspiel ist bei uns schon ein reiner Kampf, weil wir spielen immer die jungen Spielerinnen gegen die alten Spielerinnen. Die Alten wollen sich natürlich nicht blamieren, ist klar, gegen die Jungen, die da mal kurz einen Sprint ansetzen und man kommt kaum mehr hinterher, aber es ist nicht so. Also die Alten halten da gut mit und sind sogar immer, zeigen eigentlich eher, man sagt so schön, wo der Badler Most holt und das ist so das, was uns so ein bisschen ausdrückt. Einfach dieses Kämpferische von der ersten Minute oder von der ersten Sekunde bis zur letzten im Training und vor allem dann auch im Spiel. Und dann auch an dieses Siegergehen zu haben, dann in den entscheidenden Momenten das Spiel dann für sich zu drehen. Und ich glaube, das haben wir schon, da bin ich auch sehr stolz auf meine Mannschaft und dass ich Teil der Mannschaft sein darf, dass wir das in den 6 Jahren so gut geschafft haben und so viele Titel geholt haben, dass wenn man sich das mal... wenn man mal darüber nachdenkt, ist das eigentlich Wahnsinn. Und ich habe jetzt im Gegensatz zu manch anderen, sage ich immer, das ist dieses Jahr das verflixte 7. Jahr, wie in der Ehe. Da sagt man auch immer, oder Beziehungen gehen gerne im 7. Jahr zu Bruch. Und ich sage mir halt, gut, jetzt sind wir im 7. Jahr halt mal nicht Meister geworden oder werden nicht Meister. Das ist kein Beinbruch, deswegen muss man nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, dann versucht man es nächstes Jahr erneut. Aber warum verliert der THC am Saisonende so viele Leistungsträger? Das ist genau diese finanzielle Grenzsituation, die es inzwischen für uns zu meistern gibt. Ich habe es schon erwähnt, die Spirale rein vom Geld her geht nach oben. Und wir können teilweise selbst mit Mannschaften nicht mithalten, die momentan vielleicht sogar auf einem Abstiegsplatz in der Bundesliga stehen. Die sind in der Lage, durch potenzielle Großsponsoren ganz andere Gehälter zu zahlen. Bei uns sind andere Maßstäbe, die wichtig sind. Wir versuchen in unserem Rahmen solide zu wirtschaften, das ist auch das Allerwichtigste. Und da bin ich speziell Dr. Klim sehr dankbar, der immer mit eiserner Hand dafür gesorgt hat, dass wir wirklich auch nur das ausgeben können, was wir tatsächlich da auch haben. Und man kennt ja einen Trainer, der ehrgeizig ist, der hätte gern noch eine oder zwei Barbossa mehr oder die auch mal länger gehalten. Nein, Tatsache ist einfach, dass wir bei bestimmten Angeboten dann einfach die Hände nach oben strecken müssen und uns ergeben müssen. Wir müssen andere Wege gehen. Wir müssen es hier den Spielerinnen schmackhaft machen, eben über diesen
Ehrgeiz, sich entwickeln zu wollen, besser zu werden und auch diese Besonderheiten, die Kerstin jetzt auch aufgezählt hat, dass wir immer bis zum Umfallen kämpfen, auch diesen Spaß im Training über die Aufwärmspiele, über das Weiterentwickeln mitnehmen und Spielerinnen dann so fördern, dass sie dann irgendwann zu den ganz großen Vereinen auch können. Aber es wird sicherlich in den nächsten Jahren auch so sein, dass wir einfach Spielerinnen nicht halten können, die von anderen, auch Bundesligisten, nicht nur aus dem Ausland, Angebote kriegen, weil unser Budget eben genau das hergibt, was wir auch ausgeben. Kerstin, Sie machen mal weiter. Ja, also ich habe genauso wie Herbert noch bis 2018 einen Vertrag und den werde ich genauso erfüllen. Für mich ist auch eben dieses Familiäre, das in dem Verein im Thüringer HC herrscht, einfach wichtiger. Und das habe ich immer schon gehabt. Also ich habe mich immer zu den Vereinen hingezogen gefühlt, wo es einfach nicht ganz so professionell abgeht, weil Leistungssport ist oft, vor allem beim Frauensport, auch so eine Sache des Wohlfühlens. Und wenn ich mit meinem Trainer nicht zurechtkomme oder mit meiner Mannschaft oder auch mit dem Vorstand irgendwo nicht diese Harmonie nie spüre, dann kann ich auch nicht gut spielen. Ich muss mich auch im Umfeld wohlfühlen. Mir gefällt Erfurt sehr gut und ja, die Stadt ist schön. Da kann man es auch mal eben aushalten sozusagen. Also wie gesagt, 7 Jahre, die sprechen für sich. Und das war mir immer wichtiger als das Geld. Natürlich weiß ich auch, dass es in anderen Vereinen mehr Geld gibt. Aber ja, wäre ich irgendwann mal zu einem Verein gewechselt und dann kriege ich 3 Monate kein Gehalt, dann bringt mir das alles nichts. Mhm. Und ja, für mich hat das Sportliche schon immer mehr gezählt. Also das war von klein auf schon so. Und ja, man verdient ja dann mal das erste Geld über den Sport. Und es hat aber nie den ausschlaggebenden Punkt gesetzt. Für mich war es immer wichtiger, mit einem guten Trainer trainieren zu dürfen und dann eine Mannschaft um mich herum zu haben, eben, die dann auch wirklich mal in den wichtigen Situationen auch ja, so dieses Gefühl auch mir wieder gibt, wir schaffen das jetzt zusammen. Und ja, was hätte mir gebracht, irgendwo mehr Geld zu verdienen, aber dafür keine Titel zu kriegen? Also ich meine, wir waren ja die letzten 6 Jahre die Erfolgreichen und das hat für mich gezählt und das kann ich mir auf die Fahne schreiben. Wie viel Geld auf meinem Konto steht, das geht niemandem an, das weiß auch niemand und das interessiert auch im Endeffekt niemanden. Aber ich kann sagen, ich habe 6-mal hintereinander den deutschen Titel geholt. Das können nur die mit uns das durchgezogen haben. Herr Müller, Sie sind ja beim THC dann der Mann nicht für alles, aber für vieles, führen ja auch dann die Verhandlungen mit den Spielerinnen, also die Vertragsverhandlungen. Sorgt das manchmal auch für Interessenkollisionen, dass man sagt, Mensch, man müsste eigentlich noch viel mehr jetzt eventuell biegen den Spielerinnen, damit sie bleiben oder damit sie zu uns kommen? Wie kompliziert ist das für Sie? Es ist in manchen Fällen sehr, sehr schwierig. Wenn ich jetzt in diesem Jahr den Fall Iveta Losumova hole, eine Spielerin, die uns allen sportlich und charakterlich so sehr ans Herz gewachsen ist, dann tut das richtig weh, auch menschlich weh, sie gehen lassen zu müssen, weil man einfach nicht in der Lage ist, mehr zu geben. Aber da ich eben die Verhältnisse sehr gut kenne und auch weiß, wie der Markt ist, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, auch nicht nur vom Sportlichen, sondern vor allem auch vom Finanziellen, wir vertreten ganz klar ein Pyramidenmodell. Und dieses Pyramidenmodell heißt auch, dass diejenigen, die vorne wegmarschieren, da oben an der Spitze stehen müssen. Und die anderen, die anfangen bei uns, müssen nun mal von unten nach oben, Step by Step, Jahr für Jahr, sich nicht nur sportlich, sondern auch finanziell dann eben weiterentwickeln. Das heißt, unsere Grenze ist durch diese Pyramidenspitze vorgegeben. Unsere breite Basis kennen wir auch. Und keiner kann es besser einschätzen, wo ich diese Spielerin reinsetzen muss als der Trainer selber. Von daher bin ich ganz froh, dass ich da mit im Boot bin, aber wir haben natürlich auch einen Sportvorstand, wir haben Leute, die auch das Finanzielle vorgeben und ich versuche das dann irgendwie so reinzubiegen, dass es eben in unsere Pyramide passt und bisher hat es ganz gut funktioniert. Letztlich ist es auch eine Frage des Geldes, dass man eben in der Champions League bei der Hauptrunde dann Schluss ist immer, nicht in die Endrunde kommt. Wir waren ja 2-mal sehr, sehr nah dran. Es lag wirklich in einem Jahr an einem einzigen freien Wurf. Wäre der nicht gegen den Pfosten gegangen, sondern rein, hätten wir einmal dieses Final Four spielen können. Aber es ist momentan für jede deutsche Mannschaft absolut abwegig, ans Final Four zu denken. Im Gegensatz, das muss man ja mal den Zuschauern auch erklären, im Gegensatz zum Fußball ist ja im Handball die Champions League ein Draufzahlgeschäft. Uns kostet die Champions League richtig Geld. Und da sind wir auch eben Nordhausen sehr dankbar, dass die uns da helfen, das aufzufangen. Es gab Vereine, die sind schon aus diesem Grund insolvent gegangen, weil eben Champions League teuer ist und Geld kostet. Ich wiederhole mich. Das heißt, sportlich war es immer unser Ziel, in die Hauptrunde zu kommen und dann das auszureizen.
ich kann mich noch erinnern, etliche Jahre habe ich mir gedacht, wenn wir einmal diesen EHF Cup spielen würden, könnten wir auch einen Titel holen, einen internationalen Titel, weil das ist so der Maßstab der deutschen Mannschaften. Das ist kein Zufall, dass auch in diesem Jahr Bietigheim ins Finale kommt, letztes Jahr Metzingen im Finale vom EHF Cup war, mit Leipzig letztem Jahr und Metzingen in diesem Jahr zwei deutsche Mannschaften noch zusätzlich ins Halbfinale kommen. Das ist unsere Kragenweite. Ich hätte diesen Kragen gern mal probiert, nur wir sind Sportler und wir wollen gegen die Besten der Welt spielen. Und darum kam es nie in Frage, für uns vorher auszuscheiden, sondern wir haben immer diese Champions League ausgereizt, auch wenn es dann mal in ein Viertelfinale gegen Győr oder Larvik gegangen ist und du wusstest von Haus aus, oh Gott, jetzt kommt die Ohrfeige links und danach kommt noch eine rechts, egal ob du die Wange hinhalten willst oder nicht. Nein, wir wollen sportlich unser Bestes geben, Champions League war wunderbar, aber wie gesagt, im Handball leider teuer. Neben dem THC trainieren Sie seit, glaube 2004 die österreichische Nationalmannschaft. Wie bekommt man so eine Doppelbelastung unter einen Hut? Das hat sich in Nürnberger Zeiten so entwickelt. Damals war mit Stefanie Subke, die wir hier auch ganz gut kennen, Barbara Strass, Katrin Engel, kennen wir natürlich auch, drei Österreicherinnen bei mir im Team. Und da hat man mir das angeboten und dieser Reiz, mal das auch noch mal auf einem ganz anderen Level gegen die besten Nationalmannschaften der Welt zu spielen, der hat mich damals einfach angesteckt. Und so bin ich dazugekommen. Der internationale Kalender lässt das einfach locker zu, das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn Bundesliga-Pause ist, haben alle Nationalmannschaften inklusive Österreich und Deutschland Lehrgänge. Und diese Lehrgänge kann ich dann locker abhalten. Das geht aber nur, und da muss ich endlich meinen Bruder erwähnen, weil es eben Helly gibt. Ich hätte vorher das nie machen können, wenn ich ihn nicht als absolute Vertrauensperson gehabt hätte. Ich konnte vorher auch im Training nie irgendwas abgeben. Wenn wir individuell trainiert haben, dann habe ich immer zur anderen Seite geguckt und war nie zufrieden. Diese innere Ruhe, das in sicheren Händen zu wissen, ist erst seit Helly da ist oder auch damals in Nürnberg mit mir da war. Da weiß ich, da ist das 100% gut abgedeckt. Er ist jemand, der genau die Ideen, die wir haben, umsetzt. Und genauso habe ich einen guten Co-Trainer in Österreich, der dann ein bisschen die Liga beobachtet. Die gibt es in Österreich eh so gut wie nie. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist das absolut kein Problem. Das bringt sogar Vorteile für den THC, weil du kannst den ganzen Spielermarkt natürlich in den Nationalmannschaften, bei den Großereignissen, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, gut beobachten und dann genau erkennen, welche passt denn hier in unseren Kader. Warum sind Sie eigentlich Frauentrainer geworden? Sind Sie ein Frauenversteher? Ich habe mal so ein Psychologieseminar gemacht und da ist eine Persönlichkeitsstruktur erstellt worden. Also das hat sich HDI-Modell genannt. Und da kam tatsächlich nach diesen 4 Tagen raus, Herbert Müller, die halbe Frau. Ja. Also wird wohl was dran sein. Schön. Aber Kerstin, die Frage müssen Sie ja beantworten. Ist er ein Frauenversteher oder würden Sie sich manchmal eine Frau als Trainer wünschen? Nee, um Gottes Willen. Also ich glaube, das würde ich mir auf keinen Fall wünschen. Also eine Frau als Trainer... Ja, das hatte ich noch nie. Ich glaube, in der Jugend mal, in der Auswahl, in der Württemberg-Auswahl, aber ansonsten nicht. Die müssten es eigentlich mehr verstehen, aber natürlich sind Frauen auch immer so ein bisschen zickiger. Und das wirkt sich schon auch selbst auf eine Trainerin aus. Und das ist nicht so meins. Also ich bin eher so der Typ, ich habe lieber mal ein hartes Wort und ein ehrliches, klares Wort. Und das wissen wir auch gegenseitig aneinander zu schätzen. Also wenn mir was an ihm nicht passt, dann sage ich ihm das wirklich ins Gesicht. Und er macht das bei mir genauso. Und so möchte ich gerne arbeiten und das weiß ich, das geht nur mit einem Mann. Also dieses Beleidigtsein und dieses Rumzicken, das ist überhaupt nicht mein Fall und deswegen schätze ich schon sehr, wenn ein Mann da steht als Trainer, der auch mir wirklich ein klares Wort sagt und danach ist es aber auch wieder gegessen. Ich glaube, er handhabt das ganz gut, er weiß, mit mir kann er das machen und mit mir kann er eben auch mal ein klares Wort sagen. Mit gewissen Frauen ist das eben nicht machbar und dann weiß er aber auch, okay, da muss er sich zurückhalten, da muss er vielleicht mal über die Blume irgendwo was einfügen und ich glaube, das ist auch so das Besondere, dass er irgendwo aus jedem das Beste rauskitzelt, indem er aber nicht jeden gleich behandelt. Das finde ich auch ist immer der falsche Ansatz. Das geht einfach nicht. In einer Mannschaft ist nicht jede Spielerin gleich und auch nicht jeder Trainer ist gleich und das muss aber eben gerade der Trainer und auch die Spielerin muss das auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Trainertypen gibt. Und ich muss halt zu einem Typ auch irgendwo passen. Und der Trainer muss aber auch verstehen, ich kann nicht jede Spielerin gleich behandeln. Das ist der falsche Ansatz meiner Meinung nach. Sondern ich muss eben die Sensiblere, muss ich ein bisschen vielleicht mit Samthandschuhen anfassen. Und die es abhaben kann und die vielleicht auch mal wirklich so einen Arschtritt braucht, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, der muss ich dann aber auch mal so geben. Weil sonst kommt die nicht in die Pötte.
Und ich glaube, das hat Herbert, die Mischung hat Herbert ganz gut drauf. Und wir haben auch mal drüber gesprochen, haben eben auch gesagt, man kann nicht jeden gleich behandeln. Das ist meiner Meinung nach bei vielen Trainern, die versuchen das eben, um gerecht zu sein. Aber das ist eben gerade das, was gar nicht gerecht ist, weil nicht jeder Typ an Spieler gleich ist. Und es soll ja auch nicht so sein, sonst wäre eine Mannschaft ja auch überhaupt gar nicht so stark. Es braucht ja diese unterschiedlichen Typen. Und auf das einzugehen, hat Herbert sehr gut drauf. Also ist das, wir wollen ja alle irgendwo ein Frauenversteher sein. Also er ist einer. Ja, also auf der handballerischen Seite kann ich da zustimmen. Im Privaten weiß ich das natürlich nicht, da kann ich das nicht beurteilen. Herr Müller, was macht es einfach oder schwer, mit Frauen zusammenzuarbeiten? Ich glaube wirklich, das, was die Kerstin gerade gesagt hat. Ich glaube, in einer Männermannschaft kannst du pauschal 16 Spieler mal so ein bisschen über den gleichen Kamm scheren. Bei Frauen musst du sehr individuell auf jede einzelne eingehen. Die eine braucht wirklich mehr Streicheleinheiten und der anderen musst du dann wirklich auch mal mit einem harten Wort kommen oder auch mal wirklich sie hart anpacken. Dieses ganz Besondere ist aber, dass das Frauen aus meiner Sicht viel leistungsfähiger sind, wenn du ihnen eine klare Linie vorgibst und dann können Frauen einfach, die sind leidensfähiger, belastbarer, viel mehr erfolgsorientierter auch in bestimmten Situationen als wir Männer. Ich sage immer wieder, wenn wir Männer Kinder kriegen würden, wäre die Menschheit längst ausgestorben. Frauen sind unglaublich belastbar. Und wie Frauen an ihre Grenzen und darüber hinaus gehen können, das ist einfach unfassbar. Also ich kann nur eins sagen, ich bewundere diese Mädels, was die in diesen letzten 7 Jahren hier alles geleistet haben. Durch welche Situationen wir gemeinsam durch sind, positiv, negativ, in einer Spielsituation, wo du dann nochmal ein Spiel drehen hast müssen. Diese Mädels haben nie aufgegeben. Wir hatten schon Situationen, wo wir aussichtslos hinten lagen. Im Endeffekt, hinten raus ist immer der DAC Deutscher Meister gewesen. Und das ist dieses Besondere. Und das reizt mich so sehr, auch diese ganzen Charaktere dann unter einen Hut zu kriegen und eben rauszufinden, wen behandle ich dann wie am besten. Es ist schon faszinierend. Ich habe da eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich bin ja im normalen Leben Mathematiker und habe auch als Dozent da am Institut in Nürnberg gearbeitet. Und meine Schulklasse ist einmal mit zu einem Spiel gekommen, zum Handball. Und am Montag hat sich die Klassensprecherin gemeldet und gemeint, Herr Müller, darf ich Ihnen was sagen? Sag ich, natürlich, selbstverständlich. Sie hat sich dreimal bekreuzigt und hat gemeint, Gott sei Dank haben wir Sie als Dozent und nicht als Trainer. Sie sind ein absolut Wahnsinniger. Kerstin, schauen Sie sich lieber Spiele von Frauen an beim Handball oder von Männern? Und gibt es vielleicht sogar Kontakt zum TSV Eisenach? Richtigen Kontakt zum TSV Eisenach habe ich jetzt nicht. Also ich meine, manche Spielerinnen sicherlich, die gehen auch immer wieder hin, um andere Spiele anzuschauen. Aber ich muss sagen, durch meine Doppelbelastung mit meinem Beruf noch, bin ich immer froh, wenn ich so einen Sonntag dann mal wirklich frei habe und den vielleicht auch mit meinem Freund verbringen kann und in Ruhe verbringen kann. Prinzipiell ist es so, ich interessiere mich für beide, sowohl für Männer- als auch Frauenhandball. Bei Männerhandball, muss ich sagen, ist es auch ein bisschen leichter. Da schaltet man mal Mittwochabend einen Fernseher an, dann kommt ein Spiel. Das geht im Frauenhandball nicht, da muss ich schon im Internet suchen, welches Spiel wird jetzt übertragen. Von dem her ist es leichter, Männerhandball zu schauen. Bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften verfolge ich natürlich beide. Also das ist ganz klar, das ist für mich einfach dann auch eine Herzensangelegenheit, da die Mannschaften so vor dem Fernseher oder vielleicht auch mal direkt dann in der Halle zu unterstützen. Und da fieber ich richtig mit. Da geht es dann mal auch heiß her im Wohnzimmer, da schreie ich mal die Bude zusammen. Aber prinzipiell fände ich es auch schön, wenn man mal leichter auch den Frauenhandball sehen könnte. Aber das wäre ein völlig schräger Vergleich, wenn der TSV Eisenach gegen THC mal spielen würde, so als Freundschaftsspiel Männer gegen Frauenhandball. Ich glaube, man kann Männer nicht mit Frauen vergleichen. Also wir haben damals mit Nürnberg, weiß ich noch, glaube ich, gegen eine zweite Liga gespielt. Männer, das war Stralsund, glaube ich. Und ich meine, das war schön. Das war wirklich ein lustiges Spiel. Und wir haben natürlich alles gegeben als Frauen. Aber da hat man gesehen, also da ist, die Männer haben einen ganz anderen Körper, die haben ganz andere Voraussetzungen. Da kann eine Frau nie mithalten. Das ist, glaube ich, in jeder Sportart so. Auch wenn erste Liga Fußball gegeneinander spielen würde, Frauen gegen Männer, die können einfach nicht mithalten. Die Männer sind schneller, die sind größer, kräftiger. Also das wäre, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll. Es hat damals dennoch Spaß gemacht, weil man kann einfach mal richtig hinlangen, ohne dass sich irgendwie jemand wehtut. Und im Gegenzug dazu, wenn der Gegner, also jetzt die Männer, das auch richtig gut beherrschen, dann tun die uns im Gegensatz auch nicht weh. Also da musste man auch keine Angst haben, dass die dann irgendwie blöd reinlangen und dann ist man gleich verletzt. Es hat Spaß gemacht, aber ein realistischer Vergleich ist da nicht zu setzen. Herbert, Sie hatten es vorhin angesprochen, Ihr Bruder Helfried ist
Ihr Partner seit vielen, vielen Jahren an Ihrer Seite, der Assistent. Können Sie nur mit ihm funktionieren und wie teilen Sie sich in die Aufgaben? Es ist tatsächlich so. In Nürnberg die ersten Jahre, wir haben in Augsburg zusammengearbeitet, über 10 Jahre hinweg. In Augsburg haben wir damals in der 6. Liga angefangen, sind hoch bis in die 1. Bundesliga. Und dann bin ich eben nach Nürnberg, auch aus beruflichen Gründen. Und die ersten Jahre in Nürnberg, ich konnte keinen anderen Co-Trainer neben mir wirklich ertragen. Es war einfach so, dass ich dieses Vertrauen nicht hatte. Mir hat das einfach nicht gereicht, was ich dann auch an Erwartungshaltung an den jeweiligen gehabt habe. Ich brauche ihn mit seinem Bauchgefühl. Wir waren auch als Spieler sehr unterschiedlich. Ich war immer der Kämpfer, der geackert hat bis zum Umfallen, und er war der Techniker. Ihm ist das in die Wiege gelegt worden, in allen Sportarten. Ihm gibst du einen Tennisschläger und er hat eine unglaublich gute Technik. Ich musste mir alles sehr hart erarbeiten, habe ihn aber trotzdem in allen Sportarten immer geschlagen, weil ich einfach so einen unglaublichen Ehrgeiz hatte, dass ich ihn dann niedergerannt bin. Aber diese Mischung aus beiden macht es einfach. Es ist natürlich auch ein Spiel, wie man sich gegenseitig die Bälle zuspielt. Und da ist er macht das in einer Perfektion. Er beobachtet mich, wie ich gerade auf der Bank bin, wenn ich jetzt zum Beispiel coache, und stellt dann den Gegenpart dar. Wenn ich jetzt jemand anfahre, dann geht er zum Streicheln. Und wenn es andersrum ist, das ist genau das, was so sehr eingespielt ist, dass ich ihn nicht mehr missen will. Ich bin sehr froh und sehr stolz, einen solchen Bruder zu haben. Sie sind gemeinsam mit einer deutschen Minderheit in Rumänien aufgewachsen. Mit 18 Jahren waren Sie damals, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Welche Erinnerungen haben Sie hier so an die Eigentlich Jugend, sehr gute. Ja. Ich bin sehr froh und stolz, in einem Banater Dorf neben Temesburg geboren zu sein. Meine Eltern haben uns all diese Problematik des damals doch sehr diktatorischen, kommunistischen Ceausescu-Regimes vom Hals gehalten. Wir sind da sehr, sehr frei mit dem Sport in unserem Dorf aufgewachsen. Bei uns war es einfach so, alle Deutschen in unserem Dorf haben Handball gespielt, die Rumänen haben Fußball gespielt. Und mein Papa selber hat Großfeld in der 1. Liga gespielt. So war das automatisch, dass der Sohn dann auch angefangen hat und mein Bruder natürlich dann dem gefolgt ist. Ich bin sehr froh, dort geboren worden zu sein. Auch wenn man dann in den ersten Jahren, du wirst dort im Prinzip als Ausländer behandelt und dann kommst du raus und dann schauen dich Leute, fragen dann Müller und aus Rumänien, das klingt doch deutsch. Und den musst du dann erstmal erklären, ich habe mein ganzes Leben lang nur Deutsch gesprochen. Meine Oma, die konnte kein einziges rumänisches Wort. In unserem Dorf gab es fast nur Deutsche. Wir haben unsere deutsche Gepflogenheiten dort machen können. Wir haben Kirchweih gefeiert, wir hatten unsere Kirche, unsere Schulen. Das war einfach schön und ich bin froh und stolz, dort geboren worden zu sein. Habe mich aber mein Leben lang immer als Deutscher gefühlt und darum war es auch immer unser Ziel im Sinne der Familienzusammenführung. Mein Opa war schon immer hier seit dem Zweiten Weltkrieg und dann war das immer das Ziel, auch hier dann nochmal die ganze Familie beisammen zu haben. Waren Sie in Rumänien schon Bayern-Fan gewesen? Ja. Wie kam das? Warum gerade Bayern? Es ist eine ganz einfache Regel. Bayern war schon immer diese Mannschaft, die eigentlich den deutschen Fußball international am besten vertreten hat. Und dort gab es nur ein einziges Fernsehprogramm. Das heißt, ich konnte eigentlich gar keine andere Mannschaft sehen. Westradio war verboten, das kennt man ja auch noch vielleicht von DDR-Zeiten. Ich hatte überhaupt gar keine andere Chance, weil ich eben immer nur den FC Bayern oder die deutsche Nationalmannschaft bei großen Ereignissen im Fernsehen gesehen habe. Und dann war das naheliegend, noch die Generation natürlich mit Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Sepp Maier, wie sie alle hießen. Das sind die, die mich geprägt haben und ab dem Zeitpunkt ist eigentlich die ganze Familie auch Bayern-Fan gewesen. Das ist so geblieben auch? Das ist so geblieben, ja. Und Kerstin, Sie, haben Sie irgendeinen Verein, jetzt im Fußball oder eine andere Sportart, die Sie gerne mögen, die Sie fasziniert? Also ich muss auch sagen, dass ich auch immer für den FC Bayern mitfieber, wie meine gesamte Familie auch. Wir kommen auch aus dem Süden und da liegt es so ein bisschen nahe. Von dem her sind wir da immer bei Bayern spielen, fiebern wir genauso mit. Ansonsten, ich glaube, wenn man selber so in einem Team spielt, dann lebt man eigentlich so ein bisschen für sein eigenes Team. Und in der Handballsportart habe ich jetzt natürlich keinen anderen Verein. Verständlich. Aber Sie müssten eigentlich Beachvolleyball auch lieben oder zumindest das Sandkasten spielen. Im Reifenalter mit 50 noch zweimal junger Vater geworden. Ist es anstrengend? Ist es super schön? Ist es aufregend jeden Tag? Ich liebe tatsächlich alle Ballsportarten und Beachvolleyball spiele ich sehr, sehr gerne in meinem Urlaub. Wirklich sehr, sehr gerne. Es ist für mich die schönste Erfahrung, die es gibt. Ich glaube, ich habe auch bedingt durch meinen Handballwahnsinn sehr lange gebraucht, um die Seelenverwandte zu finden. Das war so nicht absehbar, diese ganze Entwicklung. Ich habe
eigentlich immer gedacht, meine Eltern wohnen in Augsburg, ich habe dort studiert, ich habe mir gedacht, ich werde dort irgendwo auch immer bleiben. Und dann kam das ganz, ganz anders. Und plötzlich hat sich mein ganzes Leben so sehr verändert und man hat so sehr auch diesen Handball in den Mittelpunkt gestellt, dass da vielleicht gerade in den ersten Jahren, was Beziehungen betrifft oder familiäre Aspekte, viel auf der Strecke geblieben ist. Vielleicht habe ich auch ein bestimmtes Alter gebraucht, um in diese Richtung reif genug zu werden, um das genießen zu können. Es ist für mich jetzt sehr, sehr anstrengend, weil es ist sicherlich mit 54 inzwischen nicht mehr leicht, so diesen unbändigen Drang eines Dreijährigen zu folgen. Und da muss man manchmal schon richtig hinterherrennen dann. Aber ich erfahre das so nah und habe so das Glück, auch hier einen optimalen Partner zu haben, der mich da so sehr unterstützt, der das versteht, weil sie selber Leistungshandball gemacht hat. Von daher ist das eine wunderschöne Erfahrung, die ich nicht missen will. Meine Kinder sind was Unglaubliches. Sie haben es gerade angesprochen. Petra, Ihre Freundin, war einst auch Ihre Spielerin. Geht es da zu Hause nur um Handball oder jetzt nur noch um die Familie? Es geht vorwiegend um die Kinder. Ich muss ihr ein Riesenkompliment aussprechen und ich bin ihr so dankbar. Weil im Endeffekt hat sie speziell, seit wir beim THC sind, ihre Karriere der Familie geopfert. Sie war selber slowakische Nationalspielerin, hat sich hier auch in den ersten Jahren erstmal auch ein bisschen hinten anstellen müssen, weil wenn dann deine eigene Partnerin in der Mannschaft mitspielt, dann ist es so, dass du die strenger behandelst als alle anderen und ihr vielleicht sogar weniger Spielzeiten gibst, als sie sich eigentlich verdient hätte. Und da kann ich ihr nicht dankbar genug sein. Und die Art und Weise, wie sie diese Familie managt, mit einem Verrückten, der dann vom Handballspiel um 2 Uhr in der Nacht aus Buchtehude zurückkommt, dann schon das nächste Handballspiel sich wieder anschaut, speziell Damenhandball, das muss man erst mal so managen können. Und sie redet da oft sehr, sehr sachlich mit mir über diese ganzen Themen. Ich tausche mich mit ihr sehr, sehr gerne aus, weil sie natürlich die Mannschaft auch sehr gut kennt. Aber in erster Linie ist es wichtig, wie sie mich als Mensch nimmt und wie sie das alles handelt mit unseren Kindern. Das ist aller Ehren wert. Und wie gesagt, da kann ich alle nur vorhandenen Hüte dieses Planeten vor ihr ziehen. Sie macht mein Leben sehr, sehr schön. Kerstin, die Freundin ist ja jetzt nicht da, aber bitte verraten Sie uns mal ein paar Marotten von Herbert Müller. Von Herbert, also Herbert ist sehr abergläubisch. Also er hat so gewisse Dinge, darüber lachen wir schon, also wie er beispielsweise mit seiner Tasche umgeht, was er, das verrät uns teilweise eben seine Freundin auch, was er vor dem Spiel macht, wie seine Schuhe zu stehen haben, was er vor dem Spiel isst, wie er sich generell verhält. Und ich arbeite schon so lange mit Herbert zusammen, ich kenne seine Marotten ziemlich gut und also wir sitzen eigentlich meistens nur in der Kabine, wenn er reinkommt, du müsst schon schmunzeln, weil seine Tasche eben seinen ganz speziellen Platz hat und die muss ganz speziell stehen. Und das ist schon einfach so mit einem Schmunzeln zu sehen. Aber ich glaube, als Leistungssportler ist das auch eine ganz wichtige Sache, solche Marotten zu haben, um sich selber dann fernzuhalten von irgendwelchen anderen Dingen, über die ich nachdenken muss außerhalb des Spiels. Also wenn ich weiß, okay, ich mache das immer gleich, dann kann mir auf dieser Schiene schon mal nichts passieren. Dann, wenn ich vielleicht auch dasselbe esse jedes Spiel, wenn ich dasselbe anziehe, wenn ich dieselben Abläufe habe, dann muss ich mich um das schon mal nicht sorgen, dass ich irgendwas falsch gemacht haben könnte, wenn das Spiel nicht so läuft, wie man es erwartet. Weil als Leistungssportler wird natürlich von jeder erwartet die beste Leistung, aber man selber versucht ja auch immer die beste Leistung zu bringen und wenn man das mal nicht erreicht, dann sucht man immer nach Gründen. Dann kann der Schuhbändel, den man falsch gebunden hat, ich ziehe mir zum Beispiel immer den rechten Schuh erst an und dann den linken, wenn ich das mal umgekehrt gemacht habe, mache ich zwar nie, aber sollte ich das mal gemacht haben, dann ist der schuld. Also dann, man braucht ja dann auch irgendwo so gewisse Ausreden, weil man ist nun mal der Mensch. Man ist ein Leistungssportler, aber man ist ein Mensch in diesem Leistungssport. Und man kann nicht immer nur funktionieren. Das geht einfach nicht. Man ist keine Maschine. Und selbst Maschinen müssen mal der Akku gewechselt werden oder sonstiges. Und das ist bei uns genauso. Und da muss man sich irgendwo auch ein bisschen schützen. Und ich glaube, da sind die Rituale ganz gut dafür gedacht. Wenn dann irgendwie mal das Tape nicht so saß, wie es sonst saß, dann war das dann halt schuld. Sie arbeiten und leben ja sogar in zwei Welten. Sie sind Grundschullehrerin noch. Wie schaffen Sie das überhaupt, diese zwei Dinge unter einen Hut zu kriegen? Weil viele Handballerinnen sind ja nur Leistungssportler und Sie arbeiten noch in der Schule.
Wie schaffen Sie das? Ja, also für mich ist das ein schöner Ausgleich. Ich würde ungern den ganzen Tag aufs Training warten oder morgens trainieren, abends trainieren und mittendrin dann eben nichts zu haben. Bei uns ist es eben, das ist auch wieder das Schöne an dem Verein, es wird der Beruf unterstützt, es wird das Studium unterstützt, die Ausbildung unterstützt. Und da ist es eben so, wenn wir morgens, das haben wir dienstags und donnerstags, haben wir Training im Reha-Zentrum. Und wenn wir eben arbeiten, dann holen wir das wann anders nach. Das ist aber unsere eigene Verantwortung und das können wir dann machen, wann wir Zeit haben. Und bei mir ist es so, ich habe in der Grundschule ganz schöne Arbeitszeiten eigentlich, so für den Leistungssport nebenher. Ich gehe morgens in die Schule, gehe dann heim, mache eben noch vorher Krafttraining oder gehe direkt heim, wenn ich eben noch was zu tun habe und dann gehe ich abends ins Training. Das lässt sich ganz gut kombinieren. Haben auch gewisse andere Spielerinnen, die eben vormittags arbeiten. Da kann man meistens nicht Vollzeit arbeiten, aber sagen wir mal so 50-75%. Ich selber arbeite 75%, sind ganz gut neben dem Leistungssport machbar. Und man muss dazu auch mal wirklich sagen, dass mich die Schule auch sehr unterstützt. Das ist natürlich auch ein Punkt, wenn ich bei der Nationalmannschaft bin oder wir mit der Champions League unterwegs sind. Das ist natürlich mal an einem Donnerstag oder an einem Freitag oder vielleicht mal eine ganze Woche von der Nationalmannschaft aus. Und da bin ich sehr, sehr dankbar auch dem Staat Thüringen, dass es da Gesetze gibt und dass mich das Schulamt dann eben auch freistellt. Und ich glaube, anders wäre das auch nicht machbar. Also ich habe auch schon eben manche anderen müssen dann natürlich mit Arbeitgeber spezielle Dinge absprechen. Das geht aber meistens nur, wenn sie dann eben vom Verein auch irgendwo diese Unterstützung bekommen, beziehungsweise umgekehrt, wenn sie den Verein eben unterstützen möchten. Und das ist eben auf Landesebene durch Gesetze geregelt. Und ja, da bin ich schon sehr froh drüber, weil ich eben auch einfach weiß, dass der Leistungssport irgendwann sein Ende hat und ich möchte dann so einen nahtlosen Übergang haben. Und ich liebe es, als Grundschullehrerin zu arbeiten und freue mich schon auf die Zeit, wo ich dann wirklich zu 100% eben Grundschullehrerin bin. Und jetzt mache ich das gerne eben nebenher, ein bisschen abgespeckt, aber sehr gerne jeden Tag gehe ich in meine Klasse. Die Schüler wissen aber, wer da vor ihnen steht und sind teilweise vielleicht sogar Zuschauer in der Halle dann? Ja, also es haben mich auch schon Schüler wirklich unterstützt, direkt in der Halle, aber auch ganz viele schauen im Internet die Spiele an, vielleicht meiner Nationalmannschaft, auch im Fernsehen und da kriege ich immer ein Feedback. Oder auch wenn sie mich in der Zeitung lesen, sehen, auf einem Bild oder im Internet gesehen haben, also da rennen sie natürlich gleich auf mich zu. Ich habe sie gesehen, oh, und sie haben gewonnen und das ist ja super. Also die unterstützen da schon und auch die Eltern sind eigentlich sehr kulant in der Hinsicht, dass sie das auch verstehen, wenn ich da mal eine Woche nicht da sein kann und die Klasse vertreten werden muss von jemandem anderen. Da freue ich mich auch sehr, dass ich an der Schule bin, wo das eben unterstützt wird. War ich auch schon im Referendariat an einer anderen Schule und das ist halt doch dadurch, dass es in den Medien sehr präsent ist, jetzt gerade hier im Raum Erfurt und Umgebung, kriegen das die Leute ja schon mit. Also ich sitze ja nicht auf der faulen Haut und gehe nicht in die Schule währenddessen, sondern ich tue ja währenddessen was und führe meinen Leistungssport aus. Auch dank des Erfolges gibt es ja viele englische Wochen, die der THC zu durchstehen hat. Viele Wochenspiele, viele weite Reisen. Oftmals seid ihr erst nachts wieder da. Brauchen Sie wenig Schlaf? Ja, also wie gesagt, meine Schule unterstützt mich da ganz gut. Ich habe beispielsweise am Donnerstag erst später Schule. Das ist auch wirklich wichtig. Ich hatte im ersten Jahr mit meinem Kreuzbandriss, das habe ich auch ein bisschen darauf geschoben, habe ich 100% gearbeitet und hatte wirklich am Donnerstag, musste ich um 6 Uhr aufstehen und bin erst um 2 nachmittags nach Hause gekommen. Manchmal, wenn wir dann vielleicht Samstag gespielt haben, wieder direkt ins Training. Und das habe ich auch für mich gemerkt, für meinen Körper. Das war einfach zu viel. Mhm. Und jetzt ist es so, mit den 75% kann ich auch wirklich zu meiner Schulleitung gehen und sagen, es wäre schön, wenn ich am Donnerstag später kommen könnte, weil wir eben Mittwoch oft erst um 4 Uhr nachts daheim sind und auch die Zeiten verschieben sich natürlich ein bisschen nach vorne. Ich bin meistens mittags um 12 oder spätestens um 1 bin ich dann fertig, einfach aufgrund der geringeren Stundenzahl und dann kann ich mir ja den Rest selber einteilen, also wann ich Elterngespräche führe beziehungsweise wann ich meinen Unterricht vor- oder nachbereite, das kann ich ja dann selber entscheiden. Das fällt dann meistens bei mir und bei uns, was wir so nebenher machen, fällt dann auf den Sonntag, aber das ist für mich dann auch kein Problem, das mache ich dann gerne auch an dem Sonntag, weil ich eben den Beruf auch gerne ausübe. Bei mir ist es halt eben nicht so, dass ich den Abend dann Zeit habe. Viele Lehrerkolleginnen, die sagen halt, sie sitzen jetzt am Abend noch 2-3 Stunden und bereiten vor oder nach und das verschiebe ich dann auf den Sonntag. Hm. Okay. Herr Müller, was schätzen Sie an Kerstin am meisten? Sie ist ja Ihr Kapitän. Das ist definitiv ihre Art und Weise, Handball zu leben und zu spielen. Ihr geradliniger Charakter und genauso geradlinig ist sie im Training und im Spiel. Sie ist eine Kämpferin, wie es keine größere gibt.
Ich habe sie damals nach Nürnberg geholt, aus der zweiten Liga, aus Allensbach. Und das hat mir von der ersten Sekunde an imponiert. Ihr wird nichts geschenkt. Sie hat sich alles hart erarbeitet. Sie hat gekämpft wie eine Löwin und ist verdienterweise hier die Spielführerin und diejenige, die vorne wegmarschieren darf und diese Mannschaft mit sich reißt. Sie ist eine, der kann man einfach zu 100% vertrauen. Sie geht auf dieses Feld und zerreißt sich. Und ich habe das vorhin schon gesagt, wir mögen in vielen Dingen spieltechnisch, finanziell nicht das stärkste Team sein. Aber wir waren, was diese Einstellung, dieser unbändige Wille, etwas zu reißen und zu gewinnen, da gibt es keine bessere Mannschaft und da gibt es keine bessere als sie selber. Sie hat unglaublich viel aus sich selber rausgeholt, hat es geschafft, im Rückraum des deutschen Meisters die tragende Säule zu sein. Und wer Handball kennt, weiß, dass da die Leute in der Regel irgendwo bei 1,85 oder so erst von der Größe her anfangen. Da diese Größe hatte sie von innen raus mit diesem Kampfeswillen und mit diesem unbändigen Siegeswillen. Die gibt nie irgendein Spiel verloren. Und wenn ich selber ein bisschen in den Aufwärmspielen mitspiele, hasse ich es, wenn sie mich Mann deckt, weil das ist dann furchtbar, dann schieße ich nie im Leben ein Tor. Wir haben ganz vergessen, welche Fächer unterrichten Sie? Ja, das ist in der Grundschule natürlich relativ viel. Man unterrichtet ja auch fachfremd, aber ich habe eben Deutsch, Mathematik, Heimatsachkunde und als Wahlfach Sport studiert. Und die Fächer unterrichte ich auch, aber ich unterrichte mittlerweile auch Kunst und Werken. Und ja, die einzigen Fächer, die ich jetzt nicht so gerne unterrichten möchte und mich auch so ein bisschen davor drücke, ist eben Musik. Und Schulgarten liegt mir auch nicht ganz so. Es gibt ja nach der Saison den Umbruch oder so eine Art Umbruch. Ihr habt das schon gesagt. Es gehen einige, aber es kommen auch welche. Welche Aktie hat Kerstin Wohlbart an dem Wechsel von Saskia Lang hierher? Ich muss sagen, lustigerweise habe ich mich da komplett rausgehalten. Ich habe immer gewusst, natürlich durch Sie und auch durch Herbert, dass Saskia im Gespräch mit dem Thüringer HC ist. Und ich freue mich natürlich jetzt riesig, dass sie kommt. Sie ist eine meiner besten Freundinnen. Wir haben in Blomberg ein Jahr zusammengespielt und ich kenne sie auch schon aus der Schweiz. Sie hat ja bei St. Gallen gespielt. Und da mit Allensbach hatten wir dann auch immer so gemeinsame Turniere. Und es ist ein wahnsinniger Mensch. Also ich gönne dieser Spielerin mehr als allen anderen, weil sie schon in ihrem Leben viel durchmachen musste. Und das ist einfach sowas, wenn ich einem Menschen alles gönne und vor allem auch, dass sie wieder fit zur WM wird, weil sie ja gerade einen Kreuzbandriss hat, dann ist es einfach sie, weil sie hat das verdient und sie hat sich eben auch immer durchgekämpft und deswegen passt sie auch in dieses Team. Sie ist genauso eine Kämpferin und ich freue mich riesig, dass wir nächstes Jahr eben wieder so einen richtigen Typen dabei haben, weil das wird ja auch immer schwerer. Die jungen Spielerinnen, muss man ehrlich sagen, die werden immer mehr so ein bisschen zu Mitläufern und wollen sich nichts mehr so richtig hart erarbeiten. Das gilt nicht für alle. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen, aber es ist schon so, dass viele eben irgendwo an ihrem Talent dann auch irgendwo teilweise scheitern, weil sie dieses Kämpferische dann dadurch verlieren. Und da weiß ich bei ihr, da sind wir auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Und da weiß ich auch, dass Herbert viel Spaß mit ihr haben wird, weil ich sie kenne und menschlich sehr schätze. Und sie passt, also ich bin der Meinung, sie passt zu 100% in unser Team und da freue ich mich sehr drauf. Aus Leipzig kommt ja nicht nur Saskia Lang, sondern auch ein Hubinger. In Leipzig gibt es große Probleme. Kann es irgendwann mal wieder dieses große Ostduell, was es ja über Jahre war, geben, DHC, HCL? Ich befürchte, dass wir an diesem Tisch so auf die Art und Weise, dass es da mit diesen beiden Ostteams mitteldeutsche Rivalität um die deutsche Meisterschaft, das wird es mittelfristig nicht mehr geben. Ich denke, dieser Schuldenberg, der da in Leipzig kolportiert wird, das ist so eine Riesensumme im Handball, das wird ganz, ganz schwer, dass sie da wieder richtig auf die Beine kommen. Aber was wichtig ist, dass diese Mannschaft der Liga erhalten bleibt. Das ist eine Handball-Hochburg, Damen-Handball-Hochburg. Jetzt ist natürlich der Fußball, der Männerhandball da dazugekommen. Daran haben sie extrem zu knabbern. Aber ganz ehrlich, ich fahre lieber 1,5 Stunden nach Leipzig, als dann 6 Stunden nach Rosengarten oder nach Buxtehude. Leipzig hat so viel auch für den deutschen Damenhandball getan. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es die Mannschaft schafft, der Verein es schafft, in der Bundesliga zu bleiben. Auf der anderen Seite
muss man dann natürlich auch die Fehler, die man gemacht hat, speziell von den Verantwortlichen, auch da gerade stehen und das auch dann hoffentlich wieder gerade biegen. Die Verantwortlichen, die das eingebrockt haben und das sind eindeutig, hat man da über seine Verhältnisse gelebt, die sollen das nicht auf dem Rücken der Sportler dann immer wieder austragen. Das ist etwas, was mich so verrückt macht, weil ich dasselbe in Nürnberg erlebt habe, wo wir plötzlich da standen, nichts mehr hatten und trotzdem noch die deutsche Meisterschaft geholt haben. Und nachher hat man uns trotzdem in die Insolvenz getrieben. Und diesen Verein, den gibt es inzwischen nur noch in der vierten oder fünften Liga. Und das hoffe ich von Herzen, dass dem HCL nicht passiert, sondern dass diese Spielerinnen es schaffen können, hier weiter Handball in der ersten Liga zu spielen und auch nochmal brisante Duelle gegen den DHC liefern. Ich hoffe allerdings, dass es so wie in den letzten Jahren auch war, immer wieder mit dem Sieger DHC. Kerstin, wir sind zeitlich fast am Ende, aber wir müssen ja trotzdem noch über die Weltmeisterschaft reden. Mhm. Die ist ja dieses Jahr in Deutschland. Sie sind auch Nationalspielerin. Was ist da möglich für die Mannschaft zu Hause? Ja, also ich glaube, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Wir haben noch ganz viele Lehrgänge, viele Lehrgangstage noch vor uns. Und ich glaube, die Mannschaft hat ein Riesenpotenzial. Wir haben viele junge Spielerinnen dabei und doch dann die älteren Erfahrenen, die das so ein bisschen, die diese Mischung, die das ausmacht, glaube ich, kann ganz gut miteinander harmonieren und kann was Großes reißen. Wozu es allerdings bis Dezember dann schon reicht. Und da musste die Mannschaft einfach auf dem Höhepunkt sein, im eigenen Land die Weltmeisterschaft zu spielen. Was Großartigeres gibt es ja fast gar nicht im Sportlerleben. Ja, das wird man dann sehen. Wir werden auf jeden Fall uns hart an uns arbeiten, die nächsten Lehrgangstage bis zur WM und versuchen dann alles zu geben und das bestmöglich rauszuholen. Aber ich denke, jetzt, vor allem auch noch im April, ist es zu früh, von irgendwelchen Zielen zu sprechen oder von irgendwelchen Ergebnissen zu sprechen. Sie haben war beim THC bis 2018, könnte sein, dass nach der WM, dass Sie dann sagen, Nationalmannschaft, das war's? Oder wäre das ja auch zu früh, das jetzt schon zu äußern? Das steht schon fest, ja. Ach, das steht hundertprozentig fest? Ja, also das ist für mich wirklich nur noch mal so ein Ziel gewesen, weil Michael Biegler noch mal auf mich zugekommen ist und gemeint hat, er würde mich gerne in einer, als Mittelspielerin neben Anna Lörper eben sehen. Und ich wollte wirklich eigentlich nicht mehr, weil ich gesagt habe, mir reicht das jetzt, im THC noch mal aktiv zu sein und da meine Karriere dann auch wirklich irgendwann zu beenden. Aber er hat mir wirklich gezeigt, dass es mit ihm in der Nationalmannschaft einfach auch Spaß macht zu trainieren, Spaß macht, Spiele zu bestreiten. Er ein super Team zusammengestellt hat, die auch gut miteinander eben harmonieren. Und dann habe ich letztes Jahr dann für mich doch nochmal gesagt, okay, ich meine, so eine WM im eigenen Land, wer möchte die nicht gerne spielen? Und bin dann nochmal zurückgegangen und habe gesagt, okay, dann ist das jetzt aber für mich das Ziel. Und danach ist auch ganz klar, dass ich dann nicht mehr Nationalmannschaft spiele, um auch gerade für das Privatleben auch ein bisschen mehr Zeit zu haben, weil jetzt ist es schon so, jedes freie Wochenende eigentlich, jede freie Minute wird dann woanders verbracht, eben in der Nationalmannschaft. Und das ist auf Dauer oder jetzt in meinem Alter dann irgendwo dann auch mal schön, dass es absehbar ist. Und da freue ich mich drauf. Und jetzt eben noch, ich hoffe, dass ich die WM mitspielen darf. Das ist ja auch immer so eine Leistungssache. Ich werde dafür aber alles geben. Und ich glaube, mit so einer WM im eigenen Land kann man dann die Nationalmannschaft auch gut beenden. Irgendwann wird auch die beste Clubkarriere mal zu Ende sein. Ah je, jetzt werden aber die Fragen gestellt. Ja. Sie stammen ja vom Bodensee. Ja. Ist geplant, da irgendwann wieder zurückzukehren zur Familie? Ja, das war bis vor anderthalb Jahren noch nicht vorstellbar, dass ich das nicht machen werde. Aha. Allerdings haben sich die Dinge jetzt geändert. Also ich habe hier meine große Liebe kennengelernt und es ist für ihn nicht machbar, an den Bodensee zu ziehen. Er liebt ihn zwar mittlerweile auch schon, weil wir schon öfters bei meinen Eltern und jetzt bei meiner Schwester, die auch wieder am Bodensee lebt, zu Besuch waren und bei meiner ganzen Familie, die sind alle am Bodensee. Also alle, die ich noch habe, sind am Bodensee. Deswegen fällt es mir auch sehr schwer, aber ich werde in Erfurt bleiben. Der Liebe wegen Thüringerin. Genau. Okay. Ja. Herr Müller, noch mal ganz kurz über Bodensee, Thüringen hinaus, auch noch mal zur WM. Wie schätzen Sie da die Chancen ein der deutschen Mannschaft, die Chancen von Kerstin insgesamt? Wer ist da Ihr Favorit? Ich bin hundertprozentig sicher, dass Kerstin das schaffen wird. Ich bin mir ganz, ganz sicher, Michael Biegler hat einen sehr klaren Plan. Und dieser Plan beinhaltet dieses ganze Projekt auf den Höhepunkt im Dezember 2017 hinzukriegen. Und das wird er schaffen.
Das ist ein erfahrener Trainer, der es geschafft hat, auch die ganzen Vereine in der Bundesliga zu einen. Wir Trainer stehen auch alle hinter diesem Projekt. Michael Biegler macht das ganz, ganz toll. Die Kooperation mit den Vereinen ist hervorragend. Und er hat so einen Stamm, auf den er setzt. Wir reden sehr viel miteinander. Und da gehören ein paar Thüringer auch mit dazu, Kerstin sowieso. Das ist ganz, ganz klar. Und ich gehe davon aus, dass die Deutschen wirklich das Finalwochenende in Hamburg dann erreichen werden. Und das würde bedeuten, die ersten vier Plätze. Und wenn man so weit ist, dann sollte man auch versuchen, da eine Medaille zu holen. Das Potenzial im deutschen Damenhandball ist schon seit etlichen Jahren vorhanden. Ich rede sogar von 12 bis 15 Jahren. Man hat nur mal jemanden gebraucht, der da vorne wegmarschiert. Und wie das eben Michael jetzt kann, eine Mannschaft auf die Beine stellt, die an dieses Projekt glaubt, diesem Ziel alles unterordnet. Und ich bin mir sicher, da wird was Gutes rauskommen. Apropos Perspektive, ist nächste Saison vielleicht der Überraschungsmeister THC möglich? Ich glaube, dass im Sport grundsätzlich alles möglich ist. Und wir werden auch nächstes Jahr eine gute Mannschaft haben. Wir haben sehr, sehr großen Wert in diesem Jahr auf den deutschen Aspekt gelegt. Es war ein bisschen zu vielsprachig in diesem Jahr. Es war schwierig, wirklich auch in meiner Ansprache und bei mir lebt vieles über die Motivation, vieles über das, was ich den Spielerinnen auch sagen will, manchmal in einer Minute sagen muss. Und wenn dann noch eine klare Ansage kommen muss und du hast nur eine Minute Timeout-Zeit, dann kannst du das nicht in vier verschiedenen Sprachen machen. Sondern ich glaube, dass da ein bisschen was verloren gegangen ist. Und dieser Aspekt, auf den werden wir jetzt wieder mehr Wert legen. Ich glaube auch, diese Charaktere, die jetzt dazukommen, speziell eine Saskia Lang, dann eine Anne Hubinger, die für mich eine unglaublich talentierte Spielerin ist, vor allem auf der Rückraum-Rechtsposition, Linkshänderin, auf die freue ich mich auch so sehr, die ich einfach sportlich weiterbringen will. Dann die jungen Spieler, die da mit dazukommen, um diesen Umbruch mit einzuleiten. Das sind schöne Herausforderungen und ich habe es immer wieder gesagt, wir haben gezeigt, dass wir Titel holen können. Titelpflicht haben wir schon seit Jahren nicht mehr. Aber wir werden keinen herschenken. Wir werden auch nächstes Jahr da reingehen und wenn sich die Möglichkeit ergibt, alles dran zu setzen, um einen zu holen. Diese Saison ist ja auch noch nicht vorbei. Wir beide drücken Ihnen beiden ganz fest die Daumen, dass es vielleicht doch noch ein Titel wird. Pokalsieger klingt auch gut und wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute unsere Gäste waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danken wir auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Auf dem Steigerwaldstadion.